Hallo, mein Name ist Julia Heer. Hallo, ich heiße Alexander Peter. Wir beide machen eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Und jetzt zeigen wir euch Kinder und Spieß. Du suchst gerade einen Ausbildungsplatz. Du interessierst dich für die Technik. Du suchst einen Beruf, der abwechslungsreich und vielseitig ist. Dann bist du bei Kinder und Spieß genau richtig. Komm einfach mal mit uns mit. Das ist unser Stammsitz in Sachsenheim. Außerdem gibt es noch 3 weitere Standorte. Einen in Vaihingen an der Enz, einen in England und einen in Ungarn. Insgesamt hat Kinder und Spieß ungefähr 1400 Mitarbeiter. Viele davon haben hier schon ihre Ausbildung gemacht. Auf einer Produktionsfläche von 55.000 Quadratmeter wird ein Umsatz von mehr als 230 Millionen Euro im Jahr erwirtschaftet. Aber was stellt Kiene und Spieß eigentlich her? Bei Kiene und Spieß werden Komponenten für den Bau elektrischer Antriebe und Generatoren produziert. Vom kleinsten Motor für Rollläden und Ventilatoren bis zu riesigen Anlagen für Windkraftwerke und Eisenbahnen. Aber Kiene und Spieß produziert nicht nur, sondern bietet dazu auch alle Dienstleistungen. Von der Entwicklung, Berechnung bis zur technischen Prüfung des Motors. Um die vielen unterschiedlichen Produkte herzustellen, die Kienle und Spieß anbietet, braucht man verschiedene Maschinen und Werkzeuge und auch unterschiedliche Herstellungstechniken. Wir zeigen euch ein paar. Es wird gestanzt, Druck gegossen, geschweißt und gelasert. Und es werden Werkzeuge und Formen gebaut. Aber bevor die Produktion beginnen kann, müssen Stanzwerkzeuge aufgebaut und eingerichtet werden. Und die Maschinen müssen auch regelmäßig gewartet werden. Das alles lernen wir bei Kienle und Spieß. Hier in der Lehrwerkstatt verbringen wir einen großen Teil unserer Ausbildungszeit. Insgesamt sind wir zwischen 25 und 30 Azubis bei Kienle und Spieß. Jedes Jahr kommen 8 Stück dazu und bisher wurden immer alle ins Unternehmen übernommen. Unsere Lehrwerkstatt ist ziemlich groß und super ausgestattet. Es gibt Schraubstöcke fürs Feilen und Montieren, Arbeitsplätze zum Drehen, Fräsen und Schleifen. Außerdem haben wir CNC-Dreh- und Fräsmaschinen. Jeder Azubi verbringt ungefähr 2 Monate an einer Maschine. Das ist unser bestes und modernstes Stück. Eine computergesteuerte CNC-Drehmaschine mit 12 verschiedenen Werkzeugen. Und das sind Projektarbeiten, die wir in unserer Ausbildung durchführen. Manchmal bekommen wir auch richtige Aufträge aus den einzelnen Abteilungen von Kienle und Spieß. Diese Aufträge werden dann von uns Azubis in Eigenverantwortung hergestellt. Natürlich müssen wir uns auch an Qualitätsrichtlinien und Liefertermine halten, wie jeder mit anderen Mitarbeiter auch. Ab dem zweiten Lehrjahr kommen wir dann in die einzelnen Abteilungen. Jeder Azubi verbringt zwischen 1 und 2 Monaten in den für seinen Beruf wichtigen Abteilungen. So lernen wir das Unternehmen wirklich von Grund auf kennen. Und wir können uns ein Bild davon machen, wie unser späteres Tätigkeitsfeld aussieht. Viele unserer Azubis wurden genau in die Abteilung übernommen, die sie sich während der Ausbildung ausgesucht haben. Wie zum Beispiel Judith Kaiko in der Qualitätskontrolle. Oder Michael Henze in der neuen Laserhalle. Eineinhalb Tage in der Woche sind wir in der Berufsschule. Dort lernen wir die Theorie zur Praxis. Übrigens genau wie unsere Kollegen aus dem kaufmännischen Bereich. Hallo, mein Name ist Cassandra Hammer. Ich mache eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Kienle und Spieß. Unsere Abteilung heißt Supply Chain. Hier laufen viele Fachbereiche zusammen. Die Hauptaufgabe ist es, Produkte von Kienle und Spieß zu verkaufen. Hier werden technische Anfragen ausgearbeitet und Kundenbestellungen gehen ein. Aufträge werden erfasst und von Fertigungsplanern für die Fertigung terminiert. Von diesen Kollegen bekommen wir sämtliche Informationen, welches Material im Vorfeld in der richtigen Menge und die Qualität zum richtigen Ort und Zeitpunkt bestellt werden muss, damit die Fertigung des Produktes erfolgen kann. Wir bekommen also Einblick in sämtliche kaufmännische Abläufe bei Kienle und Spieß. Das macht Spaß und bietet eine Menge Abwechslung. Dann gibt es noch unsere Kollegen, die ein BA-Studium absolvieren. Einer von ihnen hat sogar ein bahnbrechendes Verfahren für die Verbindung von Blechen entwickelt, die Glulok-Technologie. Ein BA-Studium ist also wirklich praxisorientiert. Klar, die meisten Dozenten kommen ja auch aus der Industrie und Wirtschaft.
Kein Wunder, unsere Ausbildungsmeister sind super und nehmen sich eine Menge Zeit für uns. Das ist einer von Ihnen, Herr Ade. Herr Ade ist seit 1985 Ausbildungsmeister bei Kienle und Spieß. Hallo, Herr Ade. Hallo, ihr beiden. Herr Ade, Sie sind derjenige, der die Bewerbung durchschaut. Wie läuft denn das Auswahlverfahren ab? Zuerst werden die Bewerbungsunterlagen auf Vollständigkeit überprüft. Dann kommt die Vorauswahl der Bewerber. Als nächster Schritt, die Bewerber, die in die engere Auswahl kommen, werden zu einem schriftlichen Test eingeladen. Ein persönliches Gespräch von ca. 30 Minuten Dauer, denn wir legen Wert auf soziale Kompetenz und Persönlichkeit und schauen nicht nur auf Zeugnisnoten. Na, neugierig geworden? Dann komm doch einfach mal bei uns vorbei, zum Beispiel auf der Ausbildungsmesse oder beim Tag der Ausbildung, beim Girls Day oder mach einfach ein Praktikum bei uns. Oder du bewirbst dich direkt, zum Beispiel online, unter www.kienle-spieß.com. Wir freuen uns auf dich.